Gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an. Für beide Volksweisheiten gibt es theoretisch wissenschaftliche Belege. Und wie ist das in der Praxis? Ich sage, wir sind alle beide zwei Stiere. Meine Mama hat gesagt, da werde aber Fetzen fliegen. Da habe ich gesagt, da täuscht ihr aber. Sie ist Ski gefahren, ich bin Ski gefahren und schon ist er hingegangen. Zugleich sollte man nicht sein. Wo bleibt dann da die Spannung? Also wenn man politisch oder weltanschaulich sehr weit auseinanderlegt, das geht überhaupt nicht. Also überwiegen doch eher die Ähnlichkeiten. Gemeinsame Hobbys, Lebenseinstellungen. Das sieht er anders. Mediziner Werner Bartens, genau der richtige Experte hierfür. A, ist er größer als 1,90? Große Männer sollen weniger eifersüchtig, also beziehungsfähiger sein. B, hat er einen Bestseller zum Thema geschrieben und ist sich sicher? Eigentlich ist es überhaupt nicht wichtig, dass man die gleichen Interessen hat, die gleiche Partei wählt. Also sie kann in den Yogakurs gehen, er abends am Flugsimulator sitzen. Das ist überhaupt nicht von Bedeutung, solange Verständnis und Toleranz füreinander da sind. Das ist relativ banal, aber zeigt sich immer wieder, dass es eben nicht darum geht, das möglichst abzugleichen. Man will ja auch kein Abziehbild von sich selbst zum Partner haben, sondern gerade etwas, was überraschend oder was irritierend ist. Bitte was? Und was ist da mit all den Online-Dating-Portalen, die sich geradezu darauf spezialisiert haben, das perfekte Match zu finden? Und zwar mit Hilfe langer psychologischer Fragebögen. Übereinstimmungen unter 70% werden da gar nicht erst groß beachtet. Ein großer Fehler, meint Werner Bartens. Evolutionsbiologisch brauchen wir die Gegensätze sogar. Wenn sich dann diese Immunsysteme von uns beiden in potenziellen Nachkommen mischen, dann heißt das nämlich, dass die Nachkommen sehr widerstandsfähig, sehr robust gegen Bakterien, Keime, andere Erreger sind. Also das hat sogar evolutionären Sinn, dass man zumindest biologisch sehr unterschiedlich ist. Und das ist auf praktische Weise so geregelt, dass das über den Geruch wirkt, der dann besonders anziehend ist. Okay, mag ja für die erste Verliebtheitsphase gelten. Aber was, wenn die erst liebenswürdige Andersartigkeit nach Jahren einfach nur noch nervt? Wenn eine Frau beispielsweise nervt, dass er manchmal in Gesellschaft sehr groß auftrumpft und immer dolle Geschichten erzählt und sie kennt diese Geschichten schon und am Anfang fand sie das vielleicht faszinierend und dachte, oh, was für ein Kerl, und auf Dauer nervt das, dann sollte sie vielleicht trotzdem noch im Kopf behalten, dass das aber genau auch die Eigenschaft ist, die dazu führt, dass er immer gute Ideen hat in der Freizeit, am Wochenende, im Urlaub, dass er ein aktiver Typ ist, der Dinge in die Hand nimmt. Akute Verliebtheit gleicht übrigens einer milden Psychose. Und falls die anfangs nicht mit Pauken und Trompeten daherkommt, hat eine Liebesbeziehung angeblich keine Chance, lang zu halten.